Es ist Sonntagmorgen. Du schaust aus dem Fenster und siehst dieses Wetter. Was machst du? Dich wieder hinlegen oder fotografieren gehen? Ich habe natürlich sofort meine Fotoausrüstung gepackt, denn auf dieses Wetter hatte ich seit Monaten gewartet. Genau genommen seit einem Tag im Vorfrühling, als ich in diesem schönen Wald hier unterwegs war und keine Kamera dabei hatte, denn es war ja Vorfrühling, was gibt's da schon zu fotografieren? Ja, seitdem habe ich auf einen ausreichend trüben Tag gewartet und da ist er endlich. Diesmal möchte ich euch ein bisschen mitnehmen auf diesen Fotoausflug. Bisher habe ich hier ja nur Fotoausflüge auf diesem Kanal gezeigt, wenn es irgendwo weiter weg ging oder wenn ich irgendwas Experimentelles, Analoges gemacht habe. Aber heute soll es einfach um Landschaftsfotografie ganz alltäglich in der näheren Umgebung gehen. Mein Fotoziel liegt diesmal zum Beispiel nur 10 Kilometer entfernt, einfache Strecke mit dem Rad, in der Nähe von Breitnau, einem Nachbarort meines Wohnortes Hinterzarten. Und es handelt sich um einen unscheinbaren Wirtschaftswald abseits der üblichen Wanderrouten. Aber dieser Wald befindet sich an einer relativ exponierten Kuppe, dem Otten. Das war mal ein Aussichtsberg, aber ist mittlerweile weitgehend zugewachsen. Aber dadurch, dass es eben eine relativ exponierte Kuppe ist, ist die sehr anfällig für aufliegende Wolken an so einem trüben Tag wie diesem. Auf dem Hinweg hier ein Blick übers Höllental und das sieht schon ganz vielversprechend aus. Schön tiefe Wolken. Und das hier ist also mein Fotospot. Richtig schön vernebelt. Der Wald sieht eigentlich in alle Richtungen gut aus. Man könnte hier in jede Richtung schöne Bilder machen. Allerdings ist meine Sicht gleich doppelt vernebelt. Das ist die Herausforderung an solchen Wetterverhältnissen mit Nieselregen. Aber jetzt erinnere ich mich wieder, auch da, als ich im Vorfrühling hier war, der Vordergrund war nicht einfach. Vielleicht funktioniert es in diese Richtung einigermaßen. Naja, geht so. Noch nicht voll überzeugend. Vielleicht versuche ich es eher mal in diese Richtung hier. Da sieht der Boden schon ein bisschen aufgeräumter aus. Ja, schon besser, das geht in die richtige Richtung. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Wenn ich hier nur so ein paar Schritte bergauf gehe, das sieht so aus, als könnte der Vordergrund noch besser geeignet sein. Ja, das ist jetzt mal tatsächlich eine richtig gute Stelle, wo man auch einiges an Möglichkeiten hat. Hier probiere ich eben mehrere Aufnahmepositionen und mehrere Brennweiten aus. Und anschließend natürlich zurück zur Videokamera, die Aufnahme checken. Und dabei fällt mir auf, dass das im Querformat eigentlich auch nicht schlecht aussieht. Noch ein Versuch. Am Ende waren es aber dann doch zwei Bilder im Hochformat, die mir am besten gefallen haben. Eins davon ist ziemlich unterbelichtet, was gar nicht beabsichtigt war, aber irgendwie die mystische Stimmung besonders gut betont. Hier sind die beiden Bilder mal im Detail. Übrigens, wenn man an dieser Stelle noch ein bisschen weiter geht, also über die Kuppe drüber und auf der anderen Seite wieder ein paar hundert Meter bergab, dann kommt man an eine Stelle mit richtig schöner Aussicht übers Dreisamtal. Da habe ich vor ein paar Wochen ein Bild gemacht, das ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Aber jetzt zurück zum schönen trüben Sonntag. Der Nebel hat sich zwischenzeitlich ein bisschen zurückgezogen, dafür gab es auch mal etwas stärkeren Regen, aber es war ja Sonntag, ich hatte Zeit und die Ravenna-Schlucht lag am Weg, also hat sich's angeboten, dort noch einen Abstecher zu machen. Hier bin ich in der oberen Ravenna-Schlucht, aber das hier ist nicht die Ravenna, sondern der Ödenbach. Auf der anderen Seite der Jungholzbach. Das sind die beiden Quellbäche der Ravenna und hier fließen sie zusammen. Ab hier heißt der Bach dann Ravenna. Es hat übrigens nichts zu tun mit der Stadt in Italien, sondern es kommt von einem alten Wort für Raben, also es ist quasi die Rabenschlucht. Jedenfalls ist das hier eine ziemlich coole Stelle und eigentlich sehen beide Quellbäche so aus, als könnten sie einiges an Fotopotenzial bieten. Und trotzdem habe ich hier noch nie so richtig anständige Fotos gemacht. Muss ich dringend nachholen.
erstmal mit ein paar Freihand-Probeaufnahmen an die richtige Aufnahmeposition rantasten. Hier, das ist die erste und das ist noch nichts. Das ist zu beengt, man sieht zu viel von der Umgebung und zu wenig vom Bach. Ein paar Schritte weiter unten, da sieht es schon deutlich besser aus, da kommt die Fließbewegung gut zur Geltung. Aber noch ein paar Schritte weiter unten gibt es noch mehr von diesen schönen Steinen. Ja, ich muss sagen, die Perspektive, die gefällt mir jetzt, aber es ist noch zu viel unnötiger Gruscht links und rechts. Vielleicht geht es im Hochformat besser. Ja, ist tatsächlich besser, aber ein bisschen zu sehr von oben herab, da fehlt noch die Tiefenwirkung. Ja, jetzt passt das. Also, ich glaube, hier an der Stelle, da kann ich das Stativ aufstellen. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich so viel dümmer anstelle als andere Leute, aber es ist ja auch egal. Bei diesen Verhältnissen, das Schöne daran ist ja, auf eine Minute mehr oder weniger kommt es nicht an. Hier sind jedenfalls die Bilder. Ich muss sagen, ich bin durchaus zufrieden mit diesen Ergebnissen, aber es waren natürlich auch günstige Verhältnisse. Es war ziemlich viel Wasser in den Bächen, fast schon zu viel, wobei jetzt nicht die Wassermenge das Problem war, sondern die bräunliche Färbung, die damit einhergeht. Hat sich jetzt an dieser Stelle noch in Grenzen gehalten, aber ich war 2 Tage zuvor schon an der Arwena gewesen, ein bisschen weiter unten, und da war es mir dann echt zu viel Braun. Da habe ich mich dann am Ende dafür entschieden, die Farben einfach komplett aus dem Bild rauszulassen. Es ist ja meiner Erfahrung nach sowieso oft die größte Herausforderung an solchen Bachbildern im Wald, dass am Ende die Farben einigermaßen natürlich aussehen. Eigentlich könnte man das öfter machen, in solchen Fällen einfach schwarz-weiß zu fotografieren, wohl dem, der für solche Fälle eine Monochromkamera dabei hat. Hier das Bild. Ja, die Bäche im Schwarzwald haben viel Wasser, weil es viel geregnet hat in den letzten Wochen. Für Sommerliebhaber ist das eine unangenehme Wetterlage. Für mich als Landschaftsfotograf perfekt. Ich mag es im Sommer so wechselhaft wie möglich, um interessante Wetterstimmungen festhalten zu können, wenn schon die Landschaft einfach nur einheitsgrün ist. Deshalb bin ich am nächsten Tag abends gleich wieder losgezogen. Da hat sich diese Trübnis von diesem Sonntag so allmählich nach Osten zurückgezogen und von Westen sah es so aus, als könnte es noch aufreißen zum Sonnenuntergang. Und wenn das klappt, dann kann es auch mal richtig spektakuläre Abendstimmungen geben. Hier, das war irgendwann mal im Winter und das ist natürlich der Idealfall. Aber wenn es nur ein bisschen in die Richtung geht, dann lohnt sich's. Diesmal habe ich mir als Fotospot einen Aussichtspunkt über dem Zastlertal ausgesucht. Das ist ein Seitental des Dreisamtales. Und von diesem Aussichtspunkt aus hat man einen Blick nach Nordwesten übers Tal. Also wenn man hier Sonnenuntergänge fotografieren will, dann muss man das in der Zeit der längsten Tage im Jahr machen, wenn die Sonne so weit nördlich wie möglich untergeht. Es bestand natürlich das Risiko, dass der Aussichtspunkt noch im Nebel liegen könnte, in den Resten der tiefen Wolken. Aber ich musste es versuchen, hier auf dem Hinweg, das sah schon ganz vielversprechend aus, es war schon am Aufreißen. Ja, genau so wollte ich es eigentlich nicht haben, aber es geht ja gleich noch ein bisschen bergab. Ja, doch, doch, das sieht doch ganz gut aus, nur noch ein paar Meter bis zu meinem Aussichtspunkt. Ja, und dann das hier. Das war jetzt das ungünstigste denkbare Timing. Genau in dem Moment, wo ich ankomme, verschwindet die Sonne hinter dieser dicken Wolkenwand. Das gerade eben war anscheinend diese Lücke auf dem Satellitenbild und die ist jetzt durch. Aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass es dahinter nochmal aufreißt. Und bis dahin ist vielleicht das eine oder andere Foto in diese Richtung noch einen Versuch wert. Wobei hier jetzt ein schwarzwaldtypisches Problem zu sehen ist, nämlich der schräge Vordergrund.
Da hat man jetzt mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder man lässt den Vordergrund in die Ecke laufen, in diesem Fall rechte Ecke. Dann ist aber die linke Ecke voll mit diesem Wald, der eigentlich nichts aussagt, also viel zu dominant. Oder Möglichkeit 2, man schneidet den Vordergrund durch und lässt die rechte Ecke in der Luft hängen. Auch nicht ideal. Und dann gibt es noch Möglichkeit 3, den Vordergrund ganz weglassen. Ich glaube, das ist in diesem Fall die beste Lösung, aber irgendwie überzeugt mich das Bild trotzdem nicht so recht. Die angeleuchteten Wolken, die reißen es nicht raus, weil untenrum einfach das Licht fehlt. Ja. Oder wie seht ihr das? Jedenfalls sieht diese Wolkenschicht nicht so aus, als würde sie heute noch die Sonne durchlassen wollen. Aber es ist ja noch eine Dreiviertelstunde bis Sonnenuntergang. Da bleibt mir jetzt nichts anderes als zu warten. Während ich warte, zeige ich mal ein Bild von einer Woche vorher an derselben Stelle, als es immerhin über den Vogesen ein bisschen Abendsonne gab. Das war schon ganz okay, aber ich hätte eigentlich gerne eine Wolkenlücke gehabt, die auch noch ein paar Sonnenstrahlen bis ins Tal direkt unter mir durchlässt. Man sieht ein bisschen so einen blassen Schimmer über den Vogesen, sind noch 20 Minuten bis Sonnenuntergang. Aber es tut sich irgendwie nicht viel. Noch 10 Minuten. Ja, und dann? Wie hat es wohl ausgesehen zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs? Was glaubt ihr? Schreibt es mir in die... Aber es hat so ausgesehen. Grau. Es war einfach nichts mehr zu machen. Und auch das ist Landschaftsfotografie, das gehört leider dazu. Auch wenn die meisten Landschaftsfotografen euch solche Situationen natürlich ungern zeigen, aber man kann mehr als 15 Jahre Erfahrung haben mit Landschaftsfotografie, mit Wetterbeobachtung, mit der Landschaft, der Umgebung und dem Mikroklima und trotzdem endet es manchmal eben so. Und das war dann übrigens der Rückweg. Hier war sie dann, meine Wolkenlücke. Ich hatte mich nur so um ungefähr 20 Minuten verschätzt. Und das mit dem Nebel im Höllental sieht sogar auch ganz nett aus. Ich habe dann versucht, daraus auch noch ein Bild zu machen, aber ich habe es nicht geschafft, irgendwie einen vernünftigen Bildaufbau zu finden, wo der Nebel gut zur Geltung kommt und es gleichzeitig keine so halbe-halbe Aufteilung gibt, wo die linke und die rechte Hälfte miteinander konkurrieren. Also an diesem Abend sollte es einfach nicht sein. Aber das Schöne an der Landschaftsfotografie in der näheren Umgebung ist ja, man kann es jederzeit wieder versuchen und man hat keine 50 Euro Sprit dafür verfahren oder gar 2000 Euro für eine Fotoreise ausgegeben, wo man dann am Ende solche Verhältnisse hat und irgendein Pavel einem dann sagt, ach, tausch halt daheim den Himmel aus. Also ich habe ja überhaupt keine Spritkosten an diesem Tag gehabt, nur ein bisschen Strom für den E-Bike-Akku. Das E-Bike habe ich erst seit kurzem, aber das war die beste Anschaffung der letzten Jahre. Noch besser als die K33 Monochrom und das will was heißen. Zum Beispiel war es die schnellste Möglichkeit überhaupt, an diesen Aussichtspunkt hinzukommen von meinem Wohnort aus. Ungefähr 40 Minuten habe ich gebraucht und das trotz 300 Meter Höhenunterschied. Mit dem Auto hätte ich erst mal 20 Minuten fahren müssen zum Wanderparkplatz, dann noch 2,5 Kilometer Fußweg, hätte auf jeden Fall länger gedauert. Und zurück ging es natürlich noch schneller, weil bergab. Und das alles ganz entspannt, ohne viel zu schwitzen. Es ist ein ganz neues Gefühl von Freiheit, was ich damit jetzt habe. Wird wahrscheinlich in nächster Zeit noch öfter zur Sprache kommen. Aber wie gesagt, es war ja auch ein Aussichtspunkt in der näheren Umgebung, den ich jetzt jederzeit wieder besuchen konnte, bei besseren Verhältnissen. Und diese besseren Verhältnisse hatte ich dann 11 Tage später. Stark bewölkter Himmel, aber mit einigen Lücken, wo immer wieder die Sonne durchkam. Und diesmal bin ich ein bisschen früher losgefahren. Unterwegs war es dann wieder relativ trüb, aber ich bin gerade noch rechtzeitig angekommen, um die richtige Lücke zu erwischen. Diesmal hat es geklappt. Ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang hatte ich den Moment, auf den ich gewartet hatte. Und hier das Bild im Detail. Diese Lichtstimmung war nach wenigen Minuten natürlich schon wieder vorbei, aber es war ja noch eine Stunde bis Sonnenuntergang und diesmal sah es so aus, als könnte da durchaus noch was passieren. Die Frage war jetzt nur, bleibe ich hier oder suche ich mir noch einen anderen Standort? Zum Beispiel den Hinterwaldkopf, einen Berg ein paar Kilometer nördlich von meinem Standort und einer der wenigen Berge im Schwarzwald mit 360 Grad Rundumblick. Ja, das mit den Schwenks muss ich noch üben, aber
Ja, normalerweise hat man immer irgendwo Wald im Weg. Aber das Schönste auf dem Hinterwaldkopf ist natürlich auch der Blick hier ins Dreisamtal, wieder nordwestliche Richtung. Noch nicht ideal, aber da kann noch was passieren. Und damit ist die Enttäuschung der Vorwoche vergessen. So wollte ich das haben. Und damit ist diese Episode doch noch zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen. Die erste Episode einer neuen Videoreihe, dabei kommen die anderen schon nicht voran. Aber diese hier ist mir besonders wichtig. Einfach weil ich gerne meine Bilder zeigen möchte. Ich bin nicht Vivian Maier, ich möchte meine Bilder mit der Welt teilen. Und welche Möglichkeiten hat man da heutzutage noch? In einer Zeit, wo niemand mehr Websites besucht und wo Twitter in kürzester Zeit von Elon Musk komplett zugrunde gerichtet wurde. Und wo Facebook es trotzdem geschafft hat, in einem noch jämmerlicheren Zustand zu sein als Twitter. Und Instagram, die gleiche Scheiße ist, die es schon immer war. Was bleibt da noch übrig? Na, YouTube. Auch wenn aus mir in diesem Leben wahrscheinlich kein Vlogger mehr wird, der draußen selbstbewusst in die Kamera redet. Ich habe es ein paar Mal versucht, es funktioniert einfach nicht. Aber die Videokamera trotzdem mitnehmen und die Verhältnisse um den Fotospot dokumentieren, zur Not auch mal mit dem Smartphone. Dafür reicht die Zeit halt meistens doch. Man muss es nur machen. Und da ich auf meinem Blog sowieso immer schon erzähle, wie die Umstände des Fotoausflugs waren und warum ich mich für einen bestimmten Fotospot entschieden habe und so weiter, kann ich das ja auch in solchen Videos verarbeiten. Also sowas wie heute, das wird es hoffentlich in nächster Zeit öfter geben. Und wenn ihr jetzt neugierig seid, was es eigentlich mit meiner neuen Analogkamera auf sich hat, und warum es sich bei dieser nicht um eine Pentax 17 handelt, dann sehen wir uns bei den nächsten Videos wieder. Das hier ist übrigens ein Bild, das ich mit dieser Kamera aufgenommen habe. An diesem Abend habe ich nicht gefilmt, ich war zu beschäftigt mit Kameratesten. Aber ich habe natürlich trotzdem auch digital fotografiert und möchte ein Bild von diesem Abend zum Abschluss zeigen. Es passt auch ganz gut zu den anderen Bildern, die hier bisher zu sehen waren. Wieder ein Blick zu den Vogesen mit Abendsonne. Ich wünsche damit nochmal viel Vergnügen und bis bald.